Moin, moin, meine lieben Leute, und willkommen zurück hier auf meinem Kanal, auch zu dieser späten Stunde. Blasphemous spielen wir mal. Hab mir sagen lassen, es ist so ein bisschen wie Dark Souls in 2D mit einer Mischung aus Castlevania. Wir schauen uns das Ganze mal an. Ich bin wirklich gespannt. Hab schon lange mal wieder nach einer Herausforderung gesucht. Vielleicht ist es ja diese. Mal sehen. An Dark Souls habe ich ja lange geknabbert, wie ihr gesehen habt, mal, wenn ihr mein Let's Play geguckt habt. Und ja, wir starten einfach mal, ne, würde ich sagen. Direkt rein ins Geschehen. Mal sehen, wie die Ladezeiten sind. Pilgerweg, Option extra. Spiel, erweiterte Zugang. Bisschen spielen zeigen, ja. Erweiterte Zugang. AD-Vibration aktiviert, Bildschirmschilderung aktiviert. Ton, Gesamtlautstärke. Lassen wir erstmal so, ne? Extras? Okay. Und Pilgerweg. Leer. Bin echt gespannt. Ich stehe eigentlich gar nicht so auf diese Pixelspiele, aber wenn sie gut gemacht sind, dann macht es schon Spaß. Ja, mal schauen. Ich lasse mich überraschen. Because it is my guilt, I claim you grievous miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Shake my guilt once again. Okay. And thus, guilt, repentance, mourning, and every pain of the soul of all kind were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. Bruderschaft der stummen Trauer. Okay. Drückt L, um eine eurer Gallenflaschen zu leeren und so eure Lebenskraft wieder aufzufüllen. Die Flaschen werden frisch befüllt, indem ihr an einem Betpult niederkniet. Findet leere Flaschen, um die maximale Menge zu erhöhen, die ihr tragen könnt. Okay. Bringen kann ich. Bauen kann ich. Leiden kann ich. Blocken. Was irgendwas? Habe ich auch noch nicht. Die Flasche da oben wollte ich jetzt nicht nutzen, sondern nutze ich mal kurz. Okay. Dann haben wir voll Energie. Und wo sind wir längs? Hier längs. Längs? Hier, irgendwie in diese Richtung. Okay, erstmal hier so ein Tutorial, würde ich sagen. Runtergehen. Und aber auch darüber springen, oder? Ausprobieren. Würde auf jeden Fall möglich sein. Ah, okay, das geht auch. Mario, sozusagen. Yes! Okay, okay.
Muss man die kaputt machen? Ich weiß nicht. Hier kann ich bestimmt beten. Drückt X, um an einem Betpult niederzuknien, euer Spiel zu speichern, eure Gesundheit und eure Flaschen wieder aufzufüllen. Sterbt ihr, wird das Spiel am letzten Betpult, das ihr aufsucht habt, neu gestartet. Ruhepausen für uns zum Widerschein von Gegnern. Okay. Meine Flaschen wieder voll, das ist natürlich gut. Gegner haben wir noch nicht gehabt. Aber die kommen schon noch. Früh genug. Wer denn? Oh. Weg von dem. Okay, warte mal. Oh. Okay. Ein bisschen leicht, glaube ich, das gerade gemacht. Warte mal ab. Oh. Okay. Ich soll Prolaris zum Fort vom Liegetast drücken. Ja, ich wollte es auch einmal getestet haben. Jetzt müssen wir ein bisschen taktischer rangehen, würde ich sagen. Machen wir jetzt auch mal. Zack. Um ZR aus, drückt ZR, um auszuweichen. Nutzt diese Aktion, um durch Engstellen zu kriechen, physischen Angriffen auszuweichen und euch Gruppen von Feinden zu bewegen, ohne Schaden zu erleiden. Ah, gut. Gut, dass du mir das jetzt sagst. Okay, dann können wir das Ding auch benutzen, um. Okay. Achso, ich dachte, ich kann das Ding ja wiederholen, wie bei Dark Souls. Und die Seelen. Okay, machen wir das. Ah, Mist. Oh nein! War so, war es ganz schlecht. Aber das, da kann ich nicht ausweichen, ich kann nur. Oh Mist! Natürlich echt eine blöde Kiste, hätte man anders machen können, aber das Ausweichen, ich dachte, ich könnte auch diesen Dornen ausweichen, das kann ich gar nicht, ich kann nur den Gegnern ausweichen und den Dornen konnte ich gerade nicht ausweichen mit dem Sliden, aber okay, kann man auch wissen. Okay, er braucht anscheinend Blut. Gruselig ist das denn bitte sehr? Abgespaced der Typ. Kann ich noch hier im Kopf hauen? Ne, kann ich nicht. Okay, wir müssten auf jeden Fall nochmal. Vielleicht nochmal schnell zurückgehen und da drinnen speichern. Oder darf ich das nicht? Dann muss ich den Gegner mal besiegen. Nee, eigentlich nicht, ne? Ja. Wieder zurück.
Nee, das glaube ich nicht. Also eigentlich glaube ich, müsste der ja immer noch zum Niederknien da liegen. Ja, anscheinend nicht. Aber nochmal muss man ihn nicht besiegen. Okay, das ist gut. Schlüssel zur Kammer des Elfen Bruders benötigen, um diese Tür zu öffnen. Zum Fortfahren will ich jetzt das drücken. Okay, haben wir noch nicht den Schlüssel? Ah, okay. Die heilige Linie. Wer ist er denn? Regretful be the heart, penitent one. The anguish of the eldest brother has now come to an end. I am Deo Gracias, witness to and narrator of the acts of the grievous miracle. Such is my penance, as yours is silence. Okay. Was will er von mir? The cradle of affliction is what you seek. This can be found in the mother of mothers of the churches. It is a remote place separated from the rest of these lands by a great sacred and forbidden door. Even a wise penitent like me knows nothing of what lies beyond those high walls. However, what I do know is that, according to the rule, one must carry out the three humiliations to gain access to what they guard. One of them must be performed in the high mountains, covered in thick blankets of snow and ice. Another in the depths of a dark, entombed church where the sleeper lies. And the last one, the end of the trail, carved by moans that claw their way out of an iron spiral. In the bowels of the bell named Hondo that grows into the earth. Okay, also drei Leute. Take this thorn and place it on the handle of your sword. If, when the time comes, as you grip your weapon firmly, you notice that it wounds you and makes you bleed. Having grown, with more thorns sprouting from it, writhing over the figure of the father carved into the knob. Okay. That will mean that you are at the mercy of the grievous miracle, whether for its punishment or its forgiveness. Dorn haben wir bekommen, okay. Den können wir da ransetzen und dann kriegen wir da so ein paar. Ihr findet alle eure Objekte im Inventar. Drückt während des Spiels Plus, um euer Inventar zu öffnen. Even a wise penitent, however, sorrowful. Okay, also da gleich nochmal. Speichern. The Dawn. Bruder Abt. Ihr wisst, dass ich diesem Kloster als Schreiber diente, als ich als Kind war. Ich schrieb über die Kirche, unsere Heiligen und unser Mirakel des größten Schmerzes. Ich muss euch mitteilen, dass ich mich entschlossen habe, euch zu verlassen, obwohl ich weiter schreiben werde. Innerhalb dieser Mauern kann ich kein wahres Zeugnis des Mirakels ablegen. Ich muss euer heiliges Werk mit eigenen Augen sehen. Ich werde zum Verkünder des Mirakels, wohin auch immer es mich führen mag, in Regen und Sonne und ungeachtet des heißen Sandes unter meinen Füßen. Okay. Questobjekte. Kleines Geschenk von dir unter den Handschutz eures Schwertes das Bildnis vertreten genagelt. Dem Mirakel entsprungen Dorn nähren sich von Sünde und Schuld, wachsen mit der Bürde des Trägers. Ich kann es nicht irgendwie. Okay. Automatisch schon befestigt? Denke mal, ne? Weiß natürlich nicht. Was
ist er denn mit der Raptor? Oh, fortgeschrittene Technik. Parieren, Konter, Vergeltungsschlag. Drückt R für Parieren. Mit diesem Manöver könnt ihr schwache Angriffe kontern und schwere Hiebe umlenken. Drückt während des Parierens im Moment des Angriffs Y, um einen Vergeltungsschlag auszuführen. Diese erhöht die Kraft des Hiebes und bewirkt bei manchen Gegnern Betäubung. Ah, okay, das war die Betäubung. Oh nein! Na gut. Wie überall tote Pferde. Okay. Oh, oh. Okay, kann man sie überall auch töten. Erlangt. Wer die Jalis des für Gott verlassenen Hamlets. Um dieses Gebet zu nutzen, müsst ihr das Inventar als ausrüsten. Das. Ein Lied, das während der Feier eines untergegangenen Stadt gesungen wurde. Seine Kraft durchdringt Böden, Mauerwerk und Decken und fügt den Feinden des Büßers Schaden zu. Ausgerüstet. Rüstet ein Gebet aus eurem Inventar aus und drückt dann ZL, um es aufzurufen. Gebete und einige Kampftechniken verbrauchen Inbrunst. Wird Angriffe durch den durch und exekutiert Gegner, um eure Inbrunstleiste aufzufüllen. Wie cool! Mehr da oben. Wie komme ich denn da hoch? Oh. Wie kommen wir denn da hoch? Komme ich nicht hoch, ne? Ich komme nicht. Hm. Später. Vielleicht später. Braucht man vielleicht noch einen Gegenstand, um da hochzukommen? Ihr findet sie in ganz Custodia, in Käfige gesperrt. Ihr könnt sie mit jeder eurer zur Verfügung stehenden Techniken befreien. Okay. Oh. Gut. Ah, er kann da hochklatschen, okay. Boss. Oh. There is no answer to our plea. The miracle has forsaken us, and my ornate throne turns its back on those who await here. Okay. Na, guck mal. Ah, drückt. Ah, okay. Kann man die, na gut, dann können wir die Karte sehen. Wir haben noch nicht so viel geschafft, ne? Aber. Guck mal. Da. Ah. Jetzt geht's ab hier. In den Brunnen. Kein rein. Und ein Waschweiber da unten. Das ist aber stimmungsvoll so, die Grafik. Hier. Erlangt Taubenschädel.
Rüstet Rosenkranzperlen für euren Rosenkranz aus, um die Eigenschaften des Büßers zu verbessern. Findet zusätzliche Knoten, um die Anzahl der ausrüstenden Rosenkranzperlen zu erhöhen. Taubenschädel. Schädel eines Vogels an der Zwinge gebohrt. Seine Zerbrechlichkeit stärkt die Verteidigung des Büßers geringfügig. Oh, da kann ich auch mehr machen. Ah, okay. Reliquien? Okay, ist aber. Okay, da können wir eingewählt. Okay, da können wir verschiedene Sachen reinpacken. Bluten Mirakel drückt für einen fernen. Achso, können wir noch nicht. Das ist alles verschlossen, ne? Ja. Sammelstücke. Ah, das ist schon ziemlich cool. Kann ich oben auch rausgehen? Oh, gehen wir oben raus. Okay, da kommen wir jetzt nicht hin, hier. Man könnte wahrscheinlich das hier irgendwie. Drücken kann ich es nicht, aber man kann es bestimmt irgendwie in Gang setzen. Das ist so wie eine Brücke. Irgendwas in dem Stil. Und fliegt man die Leprakranken hier. Oh, warte. Ist er noch runter. Runter geht hier. Gehen wir nochmal raus. Gucken wir mal draußen hier. Penitent one, you who carry the painful guilt in your cracked hands. Lend it to us and alleviate our burden. Lend it to us and wipe away our tears. Because it is an act of penitence. Richtig viel mit Blut hier in dem Spiel, ne? Nur so nebenbei. Und das ist ab 18. Die Tugend von Mea Culpa ist erschienen. Besucht Mea Culpa Schrein, um die Macht eures Schwertes zu vergrößern. Ihr könnt auch Tränen der Abbitte investieren, um Kampftechniken freizuschalten. Besucht zusätzliche Schreine und erhöht Mea Culpa Stärke, um Zugriff auf noch machtvollere Techniken zu bekommen. Okay, jetzt kann ich hier was machen. Okay. Also wir haben 515, was kann man hier machen? Was gibt's denn? Okay. Versieht die Klinge mit der Macht von Mea Culpa, so kann der Büßer, deren volle Potenzial zu einem einzigen, aber unglaublichen Fähre einen Schlag entfesseln. Nutzt die Fallenergie aus großen Höhen für einen kraftvollen Sturzangriff. Okay, ne? Aber nimm das mal. Haben natürlich keine Kohle mehr. Aber jetzt haben wir es ein bisschen verbessert. Sehr cool. Wie geht das? Ah, wie bei Zelda. Oder? Perfekt. Hier hoch wieder. Muss man gerade angucken. Ja, mehr gibt's hier auch nicht. Oh, hier hoch. Hier mal raus. Und fliegt das Ding wieder rum. Ich will nicht runterhauen von hier. Ja, komm ich nicht hoch. Gut, muss man irgendwie von da hinten machen, um diese Brücke zu verlängern da. Und im Moment können wir das ja noch nicht. Fingerglied vom Brennen, den Totengräber. Fingerglied vom Brennen. Brandon Joshua Mullins hob im Laufe seines Lebens für Freund und Feind hunderte von Gräbern aus, aber als das Chaos losbrach, war niemand mehr da, um ihn zu begraben. Ach, Sünde. Du Arme. Der tut mir richtig leid. Ödnis der begrabenen Kirchen. Hi, ja, was ist denn hier passiert? Okay. Nein! Oh, was mache ich denn da? Ich war dumm. Ich wollte blocken. Okay, haben wir sie befreit? Haben wir anscheinend. Wir kommen wahrscheinlich nicht rüber.
ich mich da anhängen? Doch. Oder uns auch noch irgendwas, ne? Kommen wir denn da längs? Also warte mal, da ist doch noch so ein Ding, aber wie kommen wir da runter? Wir können ja nicht hier längs, oder? Und es ist ein Pixar, ne, wir können nicht. Aber guck mal, das gibt so einen Weg nachher, aber man kriegt bestimmt irgendwie eine Peitsche oder irgendwas, wo man da rüberschlingen kann. Ist ja wie Castlevania, das heißt, wir können auf jeden Fall Upgrades bekommen, die uns da irgendwie bei helfen. Ach so. Gewicht stürzt zusammen. Oh. Muss runtergehen erstmal. Durchrutschen, okay. Ich weiß nicht, warum das jetzt gerade so mega ruckelt hier. Merkt ihr das? Zeitbehindert. Nur auf der unteren Etage da. Da wackelte das gerade ohne Ende. Was ist er denn? Oh! Okay. Da kann ich nicht durchhüpfen. Da kann man nicht durchhüpfen durch den Assi. Oh. Okay. Warten wir den mal ganz kurz ab. Wir müssen uns einmal aufladen irgendwo. Vielleicht finden wir nochmal schnell irgendwo eine Aufladestation. Wird drauf gehen. Gucken wir mal. Ich habe nämlich gar kein Leben mehr, sehe ich gerade. Und nochmal krepieren wollte ich jetzt nicht. Gucken, ob wir hier draußen irgendwas finden. Dieses Rückeln nervt aber ganz schön, ne? Von einem einzelnen Stein getötet. Oh. Hammer mies. Aber das killen da gerade. Und mal. Stirbt der Büßer und seine Buße ist fehlgeschlagen, wird ein Schuldfragment in der Welt verankert. Das Gewicht der Schuld wächst an und verringert sowohl den Gewinn von Infos und Tränen der Abbitte. Sammelt Schuldfragmente, um euch zu erholen und findet jemanden, der eure Bürde erleichtert. Okay. Ups. Gut zu wissen. Oh, was hier? Sorrowful be the heart, penitent one. Welcome to Albero, sanctuary to this humble brotherhood of the Kisses of Wounds. Few remain here who can still employ it, but Tirso is my name. There are few of us who still care for the sick and ailing. With devout kisses, we bless the wounds of those who seek our protection. Thus both we and they remain at the mercy of the miracle. Time outside these walls passes by strangely. In sundowns, we need not contemplate. But if your penance happens to carry you under said skies, be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. Gerne mache ich das. The will and the miracle shall show you which ones they are. Okay, abgemacht.
thou hast called upon the winch of the Order of the True Shrine. In this place, we gather the remains of those who were separated and forgotten, so we can grant them holy burial, as our charitable rule prescribeth. Help us these poor souls. O penitent one in silence, the Order blesses you. Okay, also das ist ja lustig mit den Kerzen. Das ist so ein bisschen wie bei Dark Souls mit den Laternen, die da vor den Fenstern hängen, mit denen man reden kann. Und die Musik erinnert mich verdammt nochmal an Diablo 1. Ich weiß nicht warum. Ein bisschen dieses... Weiß ich nicht. Ein bisschen. Ja. Oh. Oh. Ah nein, ich hätte irgendwas machen können. Scheiße. Ah. Ehrlich. Mal kurz hier rausgehen. Da unten ist noch dieser Supergegner. Den werden wir nochmal schnappen. Aber lass uns erstmal hier weitermachen. Was mache ich denn da? Schuldfragment gefunden. Da oben ist er wieder. Wo bin ich da noch hochgekommen? Das? Erlangt Kopfbein von Barok dem Herold. Müsste ja wieder ein Sammlerobjekt sein. Ja, aber können wir mal durchlesen. Kopfbein von Barok dem Herold. Ob Hinrichtung oder Auspeitschung, Barok war stets zur Stelle, um das Ereignis anzukündigen. Als er die Urteile seiner eigenen Familie verlesen musste, brach ihm jedoch die Stimme. Ja, das glaube ich. Ist auch nicht so cool. Oh, warte mal. Warte, vielleicht. Ah. Oh. Warte, hochhüpfen. Ah, von da hinten. Oh nein! Ah, ich springe genau in den Stein rein. Erlöse die nur, oder? Ich erlöse die nur. So muss man sich schön reden. Ich erlöse die nur. Ja, komm auf die Karte. Ja, wir müssen ja natürlich alles durchforsten. Sister of mine, as I foretold to you, someone is heading towards the Forbidden Gate.
Someone who seeks the purge and excommunication of all that is sacred and rests there. No, no. Do not place your doubts on me. I am ready. Oh. Wer ist das wohl? Räume des Erbarmens. Geh erstmal runter. Geh mal gerne erst runter. Uah. Achso, da komme ich gar nicht. Ach, kann ich nur von der anderen Seite wahrscheinlich. Dann gehen wir mal hier rein. Ach, guck mal. Uns gut. Der Gegner schlecht. Gehen wir draußen mal raus. Ah! Okay, müssen wir mal kurz gucken, wie die Technik von dem ist. Oh! Nein! Scheiße, ich wollte eigentlich... Erlangt Oberkiefer von Tarax dem Kleriker. Nikodemus Taradax hatte ein breites Lächeln und gute Manieren und verweigerte niemals jemandem die Zuflucht in seiner Kirche. Als man in der Sakristei einen Haufen Knochen entdeckte, wurden seine wahren Motive offenbart. Ah, sind schon ein bisschen schräg, die Leute hier, ne? Das ist natürlich dumm. Oh. Oh nein! Oh, wollte es gar nicht. Ach komm, jetzt können wir das Ding hier aber aufmachen, glaube ich. Das ist eine Abkürzung, ne? Das ist gar nicht so dumm, dann können wir mich gleich nochmal hier speichern. Na? Und haben alles wieder voll. Könnte man sich auch um die Gegner kümmern, wenn man will. Aber jetzt können wir unten ja weitergehen. Erstmal. Mal gut. Oh, wo geht's rein? Mal oben rein. Ja. Guck mal, das sind hier Dementoren. Von Harry Potter! Ist Potter? Ich dachte, der geht dann wieder weg, oder geht nur für mich zu, der Spast. Art jetzt. Oh, da schießt die ganze was. Da müssen wir schnell laufen, würde ich sagen. Nein! Wollen wir sie ablocken? Aber man muss nur schnell sein bei denen, dann geht das. Ein bisschen Leben holen. Oh. Euer Ernst. Wo ist denn hier hin? Das sind Truhe, die will ich haben. Das ist doch zu einfach, oder? Ich will jetzt nicht. Erlangt.
Okay, es ging ja noch. So, was haben wir erlangt? Secure an die sternreichen Augen. Kurze Hymne an den Nachthimmel. Erfüllt den Büßer mit dem Zorn der Gerechten. Erhöht vorübergehend das Tempo seiner Angriffe. Oder diesen fetten Schlag. Ich gucke jetzt mal, wie das ist. Stich davor mit der Deckung, die geil ist. Was ist er denn da? Die Ketten kann ich nicht hoch, ne? Ne. Weggesaugt, der Gute, ne? Ein Stichwerkzeug da. Okay, warte. Moment. Noch so ein Baby befreit. Ah. Können wir rausgehen? Das ist doch ziemlich cool. Können wir nochmal speichern? Aber dann sollte es auch gewesen sein für heute, oder? So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe, das Spiel gefällt euch. Wir werden es auch mal weiterspielen. Bis dahin. Tschüss.